Dabei haben wir hier Ammo-Bins. Ja, da sind ein Haufen Bolzen drin. Aber die sind wahrscheinlich für die Armee besetzt. Gut. Auch schön. Kommen wir zum nächsten Schritt der Verteidigung, wenn unsere Miner schon mal nichts zu tun haben. Sollen sie uns hier ein Stück ausminern. Und zwar hier drei Felder. Sagen wir mal so. Und hier drei Felder. So. Währenddessen überlege ich mir gerade. Wo ich meinen neue Müllhalde hin platziere, weil das hier ist keine Endlösung, dass die der da muss auch irgendwann mal woanders hin, sonst spukt er mir rum. Ich muss irgendwann mal gucken, dass ich einen Friedhof weiter unten anlege. Noch ein oder zwei Etagen tiefer. Und schon wieder Immigranten. Eins, zwei, ein Schaf, ein Huhn. Drei, vier, fünf, sechs. Eine Ziege, sieben, acht. Ein Kind, noch ein Kind, noch ein Kind. Neun, zehn, noch ein Kind. Noch ein Kind, 11, 12. Ah, wie viele Zwerge haben wir denn mittlerweile? 82 Zwerge. Okay. Das ist schon mal nicht wenig. So, das hier ist ausgehüllt. Als nächstes channelt ihr mir mal bitte. Hier runter. Hier runter. Hier runter. Hier runter, obwohl. Remove. Das mach mal weg und mach hier am besten auch noch mal weg. Wir machen das Ganze nämlich noch ein bisschen breiter. So. So. Damit da nachher genug Goblins drauf passen. Können wir das ruhig so breit machen. So, und hier hinter. Oh ne, hier nicht, hier nicht, hier nicht. So. Hier hinter meinern wir auch gleich mal. Geben wir auch einen Miner-Befehl. So. So. Und hier rein. Und hier kann ruhig noch etwas mehr ausgemeinert werden. So, als nächstes. Genau, Car Fortifications ist A. Brauchen wir das hier. Obwohl, das machen wir dann, wenn wir soweit sind hier. Genau. Meinert hier erst. Haulert hier. Channelt hier erstmal schön. Und hier und hier. Und es gibt eine Party. Gut. Was sagen meine Aufgaben? Die sagen, wir haben neue Mechanismen. Also baust du mir noch mehr Cage Traps. Und noch eine Cage Trap. Und noch eine Cage Trap. Und man sieht schon, einer meiner Mechaniker hat angefangen, eine der Cage Traps zu bespannen.
So, Designation. Noch ein Channel-Befehl. Hier. Gut. Da haben meine Miner jetzt erstmal ein bisschen was zu tun. Irgendwelche wichtigen Nachrichten, außer dass ich keine Seeds habe. Und ich habe Rockfest-Teil gefunden, mal wieder. Aber es wird angepflanzt. Zu trinken habe ich genug. Was sagt die Küche noch? Die Küche sagt, ich habe jede Menge zu verkochen. Außer mein Alkohol, bitte. Also sollte das verkocht werden. So, was sagt das hier? Wir müssten hier nichts drin haben. Hier einen Haufen Quarry Bushes drin haben. Und das hier meinte ich das letzte Mal mit den... Also am Anfang das mit der Effektivität der Farmer. Farmer, die nicht gut sind, machen nur einen Quarry Bush. Farmer, die gut sind, also das besser können, können aus einem Erntefeld mehrere rausholen. Also wenn sie es anbauen, nicht wenn sie es einsammeln. Einsammeln kann jeder gleich gut. Das muss ich mal kurz gucken. Haben wir leere Bags? Ja, zwei Stück. Und auch jede Menge leere Barrels, die da eigentlich gar nichts zu suchen haben. Floodgates, Crates, Beds, Buckets, Barrels sind extra aufgeführt, stimmt. So, Barrels sollen nämlich hier oben hin. Zusammen mit den Pots. Wenn wir welche frei wären. Deswegen machen wir noch mehr Walk. Ups. Wo habe ich jetzt drauf gedrückt? Ach so. So mache ich größer und kleiner. Okay, bleiben wir mal bei der Größe. Walkpot, 30 Stück. So. Jetzt lassen wir die Miner erst einmal das hier alles ausheben. Und channeln und so weiter, bevor wir dann zum nächsten Schritt kommen. Muss ich gerade überlegen. Wahrscheinlich mache ich das dann hier oben. Ja, das wird die beste Idee sein. Jetzt muss ich mal kurz was gucken. Ja, das reicht gerade so. Gut, der Raum hier ist fertig. Jetzt kann ich dort Designation Car Fortifications machen. Fortifications sind Schießscharten. Und zwar kann ich das ganze Ding hier zu einer Schießscharte. Hä? Normalerweise. Ach nee, halt. Ich muss erst den Stone smoothen. Also glatt polieren lassen. So. Und hoffentlich habe ich einen Stone Spoof, aber ich müsste einen Engraver bereits haben, der mir das macht. Ja, genau. Er fängt schon an zu arbeiten und kommt da auch schon. Bist du zufällig mein Mason? Ja, du bist mein Mason. Okay. Davon sollten wir demnächst auch mal noch einen einstellen.
Und ja, der Zwerg hier oben ist zum Geist geworden. Wo bist du denn? Genau, ist ein Untoter geworden. Was? Er ist ein Untoter geworden. Achso, er ist ein Geist und er bespukt jetzt Leute. Ah, das sollten wir auch dringend mal ändern. Eigentlich müssten wir ihn ja nur einbuddeln. Wo ist was eingebrochen? Zoom Location. Ach so. Ach du Mist. Das ist jetzt nicht gut. Nein, das ist ganz und gar nicht gut. Ich habe vergessen, dass hier drunter, wo ich jetzt ein Loch gegraben habe, ein Raum ist. Da müssen wir jetzt anders arbeiten. Und zwar brauche ich erst einmal wieder Boden, Floor, Escape, Floor. Den muss ich jetzt etwas größer machen. Und hier platzieren und aus Gabbro bauen. So. Damit das Loch zugemacht wird. Weil hier müssen wir dann etwas anderes machen. Wir können nicht zulassen, dass die Goblins einfach da unten reinplumpsen und... Was hast du für ein Problem hier eigentlich? Also, dass die Goblins da reinplumpsen und... Wunden? Du bist nicht verwundet und du bist auch nicht irgendwie verletzt, oder? Nö. Okay. Dass die Goblins einfach in unser Fort reinplumpsen, das können wir nicht zulassen. Befehl. Klappe hier und hier weg. Deswegen müssen wir uns da was anderes einfallen lassen. Wie wir die Goblins in die Cave Trap rumführen. Und eine neue Party. So, den Grave, da mein... Mason ist noch fleißig dabei, das hier glatt zu schleifen, dass wir es dann nachher fortifizieren können. Und ich glaube, eine Karawane aus unserer Heimat ist eingetroffen. Ja. Das heißt, wir brauchen erst einmal unser Fort. Ich muss mal gucken. Man kann irgendwie Schnelltasten zuweisen. Hotkeys. Zoom. Ah ja, genau, Zoom hier. F2. F2 zoomen wir mal zum Eingang. Zoom hier, so. Dann wissen wir, wenn wir F1 drücken, wenn wir F2 drücken, dann springen wir ja zu den beiden Punkten. Das ist schon mal sehr wichtig zu wissen, so. G-Move kurz. Und zwar, was wollen wir moven? Finished Goods. Cloth, Drink. Wir haben doch hier jede Menge Finished Goods in dem Stockpile.
Leatherbin, Cloth, Woodstone, Crafts, genau. Finished Goods. Die Grizzly Bear Code liegt übrigens immer noch dort.